Na, meine Zuckerschnecken, was geht? Habt ihr mich vermisst? 3 Tage ohne Reaction-Video. Aber ich muss auch wirklich sagen, Leute, was ist denn los mit euch YouTubern? Gar keine sinnvollen Videos mehr, auf die man reagieren kann, ja? Heute wäre auch beinahe keins gekommen, bis ich gerade eben von einem Zuschauer auf Instagram was zugeschickt bekommen habe, ja? Und zwar von dem lieben Deadspeak hier. Ich wurde entführt, beleidigt und bedroht, ja? Der Zuschauer meinte noch dazu, das soll wohl ein Fall für Jonathan Frakes sein. Bitte, check mal dieses Video ab und reagier mal drauf, sag deine Meinung. Beki ist ja bekannt für seine Skandale und ich dachte mir schon, ey, krass, es ist lange her, dass Beki ohne Skandal da ist. In dem Sinne, ich würde mal sagen, wir labern nicht viel rum und reagieren gemeinsam auf dieses Video. Was geht ab, meine lieben Bekits? Ich bin's, Bekit. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich hatte auf Snapchat gepostet, dass mir die Freiheit beraubt wurde. Also ich wurde entführt und ich wurde bedroht und beleidigt. Das Ganze ist halt passiert, weil ich mit einem Mädchen geschrieben habe und ich dann verarscht wurde. Lasst jetzt schon mal ein Like da, ich werde euch jetzt die Geschichte erzählen. Wenn man schon hört, lasst schon mal ein Like da, ne, dann kann da was nicht stimmen, Freunde. Weil, Digga, wenn du was zu sagen hast, mach ein Statement-Video und wenn es dir so scheiße ging, weißt du, und du was krass erlebt hast, dann denkst du gar nicht mehr daran. Aber wenn du sofort daran denkst, irgendwie Klicks zu machen und lasst ein Like da, dann ist schon was komisch dabei. Ein paar Aufnahmen mit ein paar Beweisaufnahmen. Ich kann euch jetzt schon mal vorab sagen, ich habe eine Freundin, Freunde. Nicht, dass ihr irgendwie was Falsches denkt. Ich bin mit meiner Freundin seit Anfang Oktober zusammen. Aber das Ganze ist halt am 31. Juli passiert, okay? Da, als ich halt noch Single war und da hatte ich halt mit einem Mädchen geschrieben. Warum kommt man aber dann jetzt erst damit an? Ich wollte sie halt kennenlernen und das ging halt wirklich schnell und ich hatte mich einfach drauf eingelassen. Ich war einfach richtig dumm, Freunde, wirklich. Ich war halt, ich sage euch so, ich war halt einfach so entsetzt. Ich wollte halt unbedingt eine Freundin. Ich war wirklich so entsetzt, dass ich dann wirklich auf die DM-Nachricht eingegangen bin. So entsetzt war ich. Und Freunde, ich kann euch sagen, sowas gibt es nicht. So Freundin kennenlernen auf Instagram. Also für mich, meiner Meinung nach, sowas gibt es nicht. Weil ich habe jetzt eine Freundin und so wie ich sie kennengelernt habe, spontan kennengelernt habe, ich bin einfach nur glücklich, weil sie mich auch nicht mal von YouTube kannte, Freunde, wisst ihr? Man kann am besten wirklich nur Frauen in Real Life kennenlernen, ohne auf Instagram oder so geschrieben zu haben. Einfach in Real Life kennenlernen, so spontan. Und das ist bei mir wirklich passiert. So, kommen wir auf hier. Da muss man den lieben Beck hier aber mal recht geben, ne? Hier was Positives, da hat er was Richtiges dazu gesagt. Gehen wir jetzt zum Punkt des Videos. Das Ganze ist ja am 31. Juli passiert. Chat plus Treffen, also das war richtig dumm von mir. Chat plus Treffen einfach. Am 31. Juli alles passiert. So, hier hat mich auf jeden Fall dieses Mädchen angeschrieben mit: Hi, du bist aus Stuttgart, oder? Und ich habe mich halt drauf eingelassen. So, ich so, ja, ich habe mir halt nichts gedacht. So, erstmal ja. Und dann schreibt sie: Kann man sich kennenlernen? Ich habe daraufhin halt geschrieben: Wie alt bist du überhaupt? Und ich weiß nicht mal, wie du aussiehst, weil ich habe nichts gesehen. Account war auf privat. Ich habe nichts gesehen. Wie alt? Gar nichts. Einfach gar nichts. Hat mir dann auf jeden Fall die Bilder gesendet vom privaten Account. Also die Bilder gesendet, die im privaten Account zu sehen sind. Ich habe mir dann halt nichts gedacht. So, ich dachte mir, okay, sieht real aus. Ich glaube, ist kein Fake-Account. So, und dann habe ich... Da war der Bruder auf jeden Fall horny unterwegs, ne? Und hat sich auf die ganze Sache eingelassen, ja? Muss man aufpassen heutzutage. Geschrieben, gib mal deine Nummer. Und dann schreibt sie erst, nee, haha, ich geb die nicht so schnell. Und dann dachte ich mir, okay, du bist auf jeden Fall ein anständiges Mädchen, so, du kommst... Ja, ja, klar, die schreibt den auf Instagram an, kann man sich kennenlernen, aber will nicht die Nummer geben und deswegen ist sie anständig, Kommst mir ein bisschen real rüber. Aber dann habe ich mir auch irgendwie gedacht, du bist, glaub, ein Fake-Account, weil du mir nicht deine Nummer geben willst. Weil die Person mir noch geschrieben hat, hast du Bock, heute rauszukommen? Ich dachte mir, ey, die Person will mit mir raus und gibt mir nicht die Nummer, kommt mir dann wirklich weg rüber. Becky, an dich ein kleiner Tipp. Wenn du die Vermutung hast, dass jemand ein Fake ist, dann sag einfach, ey, schick mir ein Bild von deinem Ausweis. Entweder das oder du sagst, mach mir ein Selfie-Video, wo du mich grüßt. Ganz einfach. Und wenn das von der Person nicht kommt, dann weißt du ganz genau, okay, ist ein Fake. Nur fürs nächste Mal. Dann habe ich geschrieben, nee, gib Nummer erst, weil ich wollte auf Nummer wirklich sicher gehen. Und die Person hat mir wirklich ihre Nummer gegeben. Dann hatte ich mir dabei gedacht, ey, die Person ist real. Ich rufe sie mal an. Auf jeden Fall, ich habe angerufen, ist eine Frau sogar rangegangen. Im Auto saß sie drin, also ich habe gehört, sie ist am Fahren. So. Es kam mir alles real rüber. Hat mir sogar private Sachen erzählt, wo sie wohnt, etc. Ich wurde halt einfach so gut wie verarscht. Naja, also ob das Ganze stimmt, man weiß es nicht. Ne? Also sollen wir dem Ganzen hier glauben, ja oder nein? Ist schon ein Fall für Jonathan Frakes hier. Man sagen, Frau war am Apparat, sie wollte sich mit mir heute direkt treffen, hatte mich sogar heute angeschrieben. Ich war einfach behindert, ich wollte mich treffen. Ich war einfach so dumm verzweifelt, so wegen dem Kennenlernen. Und am Telefonat hatte ich sogar gesagt, wo wir uns treffen. Ich wollte nur mal sicher gehen, dass wir uns am Bahnhof treffen, weil so ein paar Leute da sind. Zivilcourage, falls wirklich was passiert, auf sicherheitshalber. Die Frau... Kennst du nicht? Nicht die Frau sagt, lass uns mitten in der Stadt oder am Bahnhof treffen, wo Menschen sind wegen Zivilcourage, weil die Angst hat, dass da was passiert. Der Bäckchen, der Mann.
Der sagt, lass uns treffen, wo viele Menschen sind. Wegen Zivilcourage, weil der Angst hat. Frau hat mir dann auch geschrieben, dass sie in 25 Minuten da ist. Und jetzt gebt euch Freunde. Als ich auf dem Weg zum Bahnhof war, als ich halt gelaufen bin, dachte ich mir, ey, ich rufe die kurz noch an. 2 Minuten bevor sie ja da sein sollte, hatte ich sie noch angerufen. Ich bin dann halt stehen geblieben. Ich war dann noch nicht beim Bahnhof. Ich bin halt stehen geblieben, hatte sie angerufen. Sie ist dann rangegangen, hat ja gesagt. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wo bist du, wo bleibst du? Ich bin gleich beim Bahnhof. Sie hat mir dann eiskalt ins Gesicht aufgelegt. Ich dachte mir, ey, die Sache ist gegessen. Sie hat mir ins Gesicht aufgelegt. Und was ist? Ich habe mich dann umgedreht, weil ich habe ein Auto gehört. Sie stand da eiskalt. Sie stand da eiskalt hinter mir. Ich habe das Mädchen genau angeguckt. Sie sah nicht so aus wie auf den Bildern. Also für mich tendiert es gerade Richtung RTL 2, Jonathan Frakes, ich weiß es nicht. War das überhaupt RTL 2? Gar keine Ahnung mehr. Also, boah, es klingt mir zu sehr inszeniert. Sie sah aber auch nicht so schlecht aus. Sie sagte, steigt doch rein und jetzt gebt euch das. Ich habe mich hingesetzt, am Beifahrersitz saß niemand. Ich dachte mir, perfekt so, sie hat mich nicht angelogen, sie kam alleine. Ich konnte ihr halt so vertrauen, weil sie hat mir ihre Nummer noch gegeben, so perfekt, so dachte ich mir. Ich dachte zumindest, dass nur wir beide im Auto sind. Okay, gebt euch das. Nachdem ich eingestiegen bin, hatte sie die Türen direkt geschlossen, so damit ich halt nicht rausgehen kann. Und ich dachte mir halt nichts dabei, weil ich dachte, wir sind halt nur beide im Auto, nur wir beide alleine. Ich dachte mir nichts dabei. Auf jeden Fall sind wir halt losgefahren. Ich sagte, wohin fahren wir? Wo können wir halt chillen, uns kennenlernen? Sie sagte, ich kenne einen Ort. Ich dachte mir, okay, was geht jetzt ab so? Sie sagt mir nicht, wohin. Nachdem ich 5 Minuten im Auto drin war, mit ihr schön geplaudert habe, so recht chillig eigentlich, also sie mir sympathisch rüberkam. Ich kann das aber irgendwie nicht glauben, weil, Digga, wer trifft sich auch sofort nach ein paar Stunden, wenn man die Person gar nicht kennt, vor allem, wenn man noch das Gefühl hat, dass sie ein Fake ist, Digga. Ja, irgendwie das Ganze kommt mir komisch rüber. Habe ich etwas hinten gehört, also hinter uns. In dem ekelhaften Leichenwagen, wo ich mich sowieso schon schlecht gefühlt habe, hatte ich etwas gehört hinten. Eiskalt war noch eine Person drinnen. Ich war einfach nur geschockt. Ich sagte, willst du mich gerade verarschen? Du schließt die Tür deshalb ab, weil noch eine Person hinter uns ist? Warum sagst du mir nichts? Bitte, lass mich hier raus. Was habt ihr vor? Lass mich hier raus. Sie sagte, abwarten. So, ich dachte mir, was geht? Lass mich hier raus. Ich hab rumgeschrien. Ich hab Hilfe geschrien. Ich sagte, lasst mich hier raus. Was wollt ihr von mir? Lasst mich hier raus, Mann. Auf jeden Fall haben die mir... Lasst ihn raus, Mann. Was wollt ihr von ihm? So richtig Angst gemacht und gesagt, hey, du wirst jetzt gleich sehen, wo wir hinfahren. Ich war halt mega geschockt. So, ich dachte mir, was geht gerade ab und so. Die wollten mich nicht rauslassen. Die wollten mich einfach nicht rauslassen. Ich habe die Tür die ganze Zeit irgendwie versucht aufzukriegen. Die wollten mich nicht rauslassen, ne? Ja, Digga, in dem Falle dann, wenn das auch eine Frau ist und die am Steuer ist, entweder, Digga, wenn sowas wirklich passiert, Digga, du gibst dir direkt ein Ding, weißt du, und Motorschlüssel raus, machst Zentralverkehr, machst die Türen auf, keine Ahnung. Scheibe runter, Schlagscheibe, boah, man kann so viel machen, weißt du, man kann alles machen, hol dein Handy raus, ruf die Polizei an, gib das Kennzeichen durch, was auch immer, den Ort, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die dann zu dem Ort gefahren, wie man hier auf diesem Bild erkennen kann, das war einfach nur ein Wald, kann man sagen, mit so einem kleinen Viereck, wo man parken kann. Ich war halt mega geschockt, ich dachte mir, wohin bringt ihr mich jetzt, was wollt ihr von mir, was habt ihr vor, Alter? Die Frau hatte da geparkt, hat die Tür aufgemacht, sodass ich dann auch rausgehen konnte. Die beiden sind dann mit gleich ausgestiegen. Ich hatte die Aufnahme so heimlich gefilmt, weil mein Handy sowieso in meiner Hand war. Wir standen ja alle so und dann war einfach so mein Handy einfach, ja, in meiner Hand so. Und dann hat ich es einfach so gefilmt halt. Ich will mal wissen, was da für eine Aufnahme kommt, weil wenn er erzählt, der hatte so Panik, so viel Schock und hat da rumgeschrien im Auto und hatte Angst, ne? Dann in dem Moment, du denkst daran gar nicht zu filmen, weil du Angst hast, was passiert mit dir? Du willst einfach nur weglaufen, wegrennen, so... Boah, nee. Jetzt will ich mal wissen, was da für ein Video auf uns zukommt. Ist das mit deinem Ernst? Ich hab echt noch nie so. Was ist mit euch, Mann? Was ist bei dir, Mann? Ist halt. Jetzt. Komplett die Pistole. Also, ihr habt selber meine Stimme gehört und das ist von meinen Aufnahmen. Ihr habt das selber gesehen. Ja, was läuft denn, Alter? Vor allem, warum war das Video so kurz? Wenn du ein Video aufgenommen hast, dann lässt du doch das Video komplett laufen. Du lässt es doch da und du nimmst das auch nicht irgendwann mit einem Gespräch und machst Pause. Und jetzt gebt euch, Freunde. Als diese zwei Personen mir irgendwie Angst machen wollten, ne, mit irgendwelchen leeren Worten, ne, irgendwie mit Waffe auspacken und alles drum und dran, aber ja nichts ausgepackt haben, ist dann einfach schicksalsweise einfach ein Auto da reingefahren, ne, und hat da geparkt. Und was ist? Die zwei sind einfach abgehauen. Ich dachte mir in dem Moment, dieses Auto, was da so reinfährt, sind das so Leute, die zu diesen zwei Leuten gehören. Aber nein, die sind einfach eingestiegen, die zwei, und sind einfach abgehauen. Die hatten einfach Angst, so.
die dachten jetzt irgendwie, das sind so meine Freunde oder so, aber das waren einfach irgendwelche fremden Menschen, die einfach picknicken wollten. Und dann habe ich denen halt davon erzählt, dass die mir halt gedroht haben und dann sagte ich einfach danke, wenn ihr jetzt nicht da wärt, ich will nicht wissen, was passiert wäre. Weil das waren einfach irgendwelche Leute, die wollten einfach picknicken so. Ja, Freunde, und das ist einfach die Message, lasst euch nicht auf irgendwelche fremden Menschen ein im Internet. Ihr dürft keine fremden Menschen im Internet kennenlernen. Was ein Quatschvideo, Alter. Was hab ich wieder reingezogen, Junge? Warte mal, der hat mir gerade 7 Minuten geklaut. In 7 Minuten. Ich hätte FIFA ein Spiel gemacht, hätte Packs öffnen können. Wallah, was guck ich da, Alter? Junge, Junge, normal trifft sich nicht mit fremden Menschen, Digga. Die Message, die hat schon, die weiß schon jeder, Digga. Danke, dass du uns belehrt hast, Alter. Allah ist ein Kerl. Falls ihr Menschen im Internet kennenlernen wollt, auf Social Media halt irgendwie, dann müsst ihr die Person schon länger kennenlernen und das war einfach mein Fehler. Ich schwöre, es war mein Fehler. Ich habe mich einfach auf die Person nach einem Tag eingelassen und mich mit dir getroffen, Alter. Also das ist krank, wirklich. Ach. Ja, das nächste Mal, wenn du horny bist, Digga, greif einfach zu deiner Hand, ja, und fertig, Digga. Dann war's das auch. Dann in der Zeit hast du mehr Zeit, um diese Person kennenzulernen, ne? Also ja, was soll ich sagen, wenn diese Story wahr sein sollte, was ich zu 99% nicht glaube. Einen Tag schreiben, kennenlernen, treffen direkt, das war so dumm, ehrlich. Ja, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, einfach ein Like da lassen. Ja, auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, Freunde, lasst ein Like da, das ist sehr wichtig, schreibt in die Kommentare, BK, ja, hinterlasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen, das ist das Wichtigste an dieser Real Talk Story, Freunde. Ja, in dem Sinne, danke fürs Einschalten, keine Ahnung, was wir uns da reingezogen haben. Demnächst, wenn ihr mir ein paar Insta-Videos schickt, bitte vernünftige YouTube-Videos und nicht sowas. Danke, ciao.